Moinsen! Mich hat heute im Chat jemand darauf aufmerksam gemacht, dass ich doch vielleicht mal eine Setup-Tour machen könnte nach 1,5 bis 2 Jahren Sim-Racing. Und da ich heute 1, 2 neue Sachen angebaut habe, habe ich mir gedacht, machen wir das doch einfach mal. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und gucken uns an, womit das hier betrieben wird. Und wir gehen auf die Streaming-Hardware erstmal ein. Dieses ganze Ding hier wird angefeuert von dem Rechner, der da unten steht. Die Specs findet ihr alle in der Videobeschreibung. Da ist mein ganzes Hardware-Sheet drin. Und ihr könnt sehen, was in dem Rechner ist und allen anderen Rechnern drin ist. Die ganzen Kabel und so weiter und so fort. Da ist auch noch ein Schaltplan drin. Also falls ihr genaue Gerätschaften sucht oder die Bezeichnung von den Geräten, könnt ihr dort reinschauen und werdet dann fündig werden. Und da haben wir zum Beispiel die Kamera, die, wo ihr mich hier gerade seht. Hallo. Die hängt da oben. Das ist eine Sony Alpha 6000, eine Sony Alpha 6000 mit einem 24mm Objektiv. Und dann haben wir hier hinten noch die kleine schwarze. Da hängt ein Samyang 20mm drauf. Das könnt ihr auch noch sehen. Und dann haben wir hier oben die kleine weiße. Wartet mal. Das ist die kleine weiße, damit ihr mir über die Schulter gucken könnt. Dann haben wir, über den Kopf rüber gucken können. Und dann haben wir noch die kleine schwarze von der Seite. Die seht ihr hier. Da könnt ihr quasi über meine Schultern gucken. Und dann habe ich noch eine Fußcam. Die findet ihr hier unten. Da hängt sie. Das ist eine Elgato-Cam. Ja, das benutze ich zum Stream. Also zumindest erstmal, was Bilder angeht, benutze ich diese Sachen. Also damit ihr das alles sehen könnt. Dann habe ich noch hier an der Seite habe ich noch ein Stream Deck. Dieses Stream Deck ist dazu da, dass ich alle Szenen in OBS steuern kann. Also wenn ich hier jetzt was umschalten möchte, funktioniert das alles über dieses Gerät. Dazu doch integriert sind hier ein paar Knöpfe, mit denen ich noch ein paar Sachen im Auto einstellen kann. Sowas wie Bremsballons oder das Motormapping. Die habe ich mir mal anfertigen lassen von einem Kumpel von Michel. Der hat die extra für mich 3D gedruckt und kannte sich auch ein bisschen mit den Controllern, die da drin sind, aus und hat mir das mal zusammengebastelt. Schöne Grüße gehen raus an den jungen Mann. Das ist wirklich Weltklasse Arbeit gewesen. Schöne, schöne Knöpfe. Also man kann es ja auch hier ein bisschen hören. Die kann man sowohl drücken als auch drehen. Dann habe ich fürs Streaming noch mein Tablet. Dieses Tablet hat alle Sounds, die ich brauche, hier drin. Wie ihr sehen könnt, ist hier der Racing-PC drin. Das Discord vom Racing-PC. Das Teamspeak noch dazu und Crew Chief. Das benutze ich, damit ich zum Beispiel beim Fahren in Endurance-Rennen das Discord muten kann, sodass ihr noch TS hören könnt. Und ich halt den Game-Sound und den Crew Chief höre. Dann habe ich hier mein Mikrofon noch ganz normal dran. Das MacBook, wo die Musik läuft. Und der Streaming-PC an sich, wo die Endurance kommt. Das Ganze ist hier unten via einem USB-Kabel angeschlossen. Geht von USB auf Netzwerk. Und dann da hinten in mein, in mein Rack rein. Genau. Und das benutze ich alles für Streamen. Dann habe ich noch ein Bildschirm hier oben. Das ist mein alter Bildschirm, den ich mal hatte zum Fotos bearbeiten. Das ist ein 32 Zoll BenQ 4K. Da ist mein Chat drauf und mein OBS. Das kommt einfach von da drüben. Wurde das zusammengebastelt zu einer Szene. Und dann kommt das hier oben an. Und hier oben hängt noch eine kleine Lampe, damit ich ein bisschen ausgeleuchtet bin. Und das war's fürs für die Streaming-Hardware. Jetzt kommen wir mal zu dem etwas größeren Batzen. Und der größere Batzen ist die Racing-Hardware. Ich selber sitze gerade in einem Momo Daytona XXL. Das brauche ich eigentlich gar nicht mehr so groß, aber ich finde es sehr, sehr bequem. Ist ein Vollschalensitz. Könnt ihr auch in der Beschreibung sehen. Dann sitze ich auf einem Track von German Sim Engineering. Einfach unfassbar tolles Rig. Schöne Grüße gehen raus. Kann man aktuell leider nicht kaufen aufgrund von Rohstoffmangel. Hoffe, dass es bald nochmal wiederkommt. Denn ich habe wirklich nach 1,5 Jahren einfach gar keine einzige Schraube nachziehen müssen. Hier knarzt nichts, hier quietscht nichts. Das sitzt bombenfest. Und ich habe hier mittlerweile wirklich schon eine ganze Menge Sachen dran gebaut. Kommen wir doch mal zu den Sachen. Wir haben hier vor mir, also wenn wir direkt mal hier schauen, haben wir das Lenkrad. Das ist an der SimuCube 2 Pro dran. Das sind ein bisschen mehr als 20 Newtonmeter Bums sind da drauf. Also das macht schon Spaß, damit zu lenken. Da muss man auch schon ein bisschen ackern.
Das ist hier mit einer wunderschönen Halterung. Die ist auch vom GSE. Das ist Stahl. Also das hält schon gut was aus. Hier kommt das Kabel für das Lenkrad. Das ist nämlich separat angeschlossen über diesen üblichen Connector. Und das gute Stück fahre ich jetzt schon seit einem Jahr. Finde ich sehr, sehr schön. Bin total begeistert mittlerweile. Ich hatte anfangs habe ich wirklich Schwierigkeiten gehabt mit den Griffen und mit dem ganzen USB-Gelöt, weil das, naja, es ist nicht so trivial, dass man das zum Laufen kriegt. Das hat mich damals ein bisschen geärgert. Mittlerweile habe ich das regeln können. Ich habe jetzt nur für das Lenkrad, kann man hier sehen, hier unten hängt ein USB-Hub dran. Und an diesem USB-Hub hängt wirklich ausschließlich nur das Lenkrad dran, leider. Weil anders geht's nicht. Sobald ich da was anderes reinstrecke, funktioniert das Lenkrad nicht mehr und der Display nicht mehr. Kommen wir mal zum Display. Der Display. Der war für mich schon... increasing. It's now 25 Celsius. Ah ja, Schorschi, quatsch mal einfach kurz dazwischen. Halt mal. Das Lenkrad hat einen eingebauten Display. Hier könnt ihr sehen, da sind allerhand Informationen drauf. Also, dass wir gerade zum Beispiel den Pit-Limiter anhaben oder dass wir in der Pit stehen. Die Rundenzeiten plus das Delta, die Temperaturen, welche Runde wir fahren, welche Position wir sind, welche Geschwindigkeit wir haben, die Gänge und so weiter und so fort. Also es gibt eine Menge Informationen, die hier in der Mitte drauf sind. Die oben sind die Reflights, falls ihr nicht wisst, was die Reflights sind. Die sind dazu da, dass man sieht, wann man schalten muss. Wir können mal kurz das Auto anmachen. So, und dann geben wir mal kurz Gas und dann haben wir hier die Reflights drinne. Also das Lenkrad hat schon einige Sachen, die zu bieten und ist wirklich unglaublich fancy und fährt sich sehr, sehr geil. Ist unglaublich schöne Bildqualität, könnt ihr euch angucken, ist auch im Hardware-Sheet drin. Dann habe ich hier rechts an der Seite habe ich noch eine Buttonbox. Die habe ich mir damals von Apex Racing gekauft und extra aus Amerika importieren lassen. War jetzt nicht unbedingt so clever, weil die Buttonbox hat mich extrem viel Geld gekostet, wegen Zoll und so weiter und so fort. Aber ich bin immer noch sehr zufrieden damit. Und die könnt ihr ja sehen, ist hier für meine Traktionskontrolle und ABS, das sind Rotoren. Also das heißt, wenn ihr hier mal guckt, kann man hier die Traktion umstellen. Also könnt ihr jetzt hier nicht sehen, aber wenn ihr dort jetzt mal schaut, kann man jetzt hier die Traktionskontrolle umstellen via den Reglern. Die Knöpfe hier unten sind erstmal aktuell nicht belegt, weil ich nicht wirklich mehr brauche. Aber könnte ich mir auch noch was drauflegen, wenn ich das möchte. Hier oben ist noch mein Stream Deck drin. Das ist für Teamspeak als auch Discord. Damit kann ich meine beiden Voice-Tools muten, ohne dass ich ständig hingucken muss. Ich kann mein Auto an- und ausmachen. Ich habe hier noch meine Programme, die ich starten möchte. Also ACC, Pitlink und so weiter und so fort. Habe ich auch noch drin. Und dann noch so ein, zwei andere Funktionen wie Replay speichern, Kameras umstellen. Die Autos wechseln, währenddessen man fährt. Und dann habe ich hier noch ein bisschen, habe ich noch die CPU drin, damit ich gucken kann, was da so los ist. Oben drüber, das kam heute gerade an, das habe ich mir bei dem guten Denso im Shop bestellt. Das ist ein E-Plab in schwarz mit ein bisschen Alcantara hier oben dran. Es geht in die Richtung Race Logic, ist einfach nur ein nettes Goodie, würde ich mal sagen. Braucht man jetzt nicht unbedingt. Ich finde es sehr, sehr schön für den Realismus. Weil wenn ich jetzt hier drinnen sitze, seht ihr, habe ich hier oben mein Rückspiegel. Und ich gucke auch immer gleichzeitig auf diesen Bildschirm. Dieser Bildschirm zeigt mir gerade an, wie meine Sektorzeiten aussehen, wie meine beste Runde ist. Und dann können wir hier noch weiter durchgehen. Wir können hier gucken, wie lang die Session ist. Wie viel, also All-Time-Best, dann habst du hier noch den Sprit mit drin, welche Runde wir sind, dann können wir noch umschalten, dann können wir sehen, wie die, wie das Delta zu dem zurück und also hinter uns ist und vor uns, die Gänge, die wir fahren, km/h, dann haben wir hier nochmal die Lap-Time overall, die Temperatur, die Track-Temp, also hier ist einiges drin, hier sind noch die Reifen mit drin und der Sprit, Brake-Bias und so weiter und so fort. Also hier sind ein paar Informationen drin, die man sich ziehen kann und sich angucken kann, was ich persönlich sehr, sehr hilfreich finde und ich das auch wirklich nutze. Also ich bin heute damit gefahren und finde es sehr schön, weil jedes Mal, wenn ich, wie gesagt, einen Rückspiegel gucke, gucke ich auch gleich hier drauf und dann habe ich noch wieder extra Informationen. Ich habe benutzt das HUD mittlerweile eigentlich fast gar nicht mehr. Ich habe das nur noch an für den Stream, damit ihr das sehen könnt, weil ich brauche es nicht mehr. Ich könnte es ausmachen. Dann habe ich hier heute auch noch angebaut. Wir haben hier noch eine Flagge, eine RGB-Matrix oder eine LED-Matrix. Ich habe jetzt mal den Pit-Limiter angemacht, dann könnt ihr mal sehen, was die macht. Die zeigt mir jetzt zum Beispiel an, wenn ich in der Pit bin. Hier, wenn der Pit-Limiter an ist,
oder wenn jetzt auf der Strecke irgendwo eine gelbe Flagge ist oder eine andere Flagge, dann stellt das Ding das da. Witzigerweise habe ich davon gleich zwei bestellt, weil ich finde das einfach schön, wenn der halbe Christbaum leuchtet. Aber es hat auch noch einen anderen Zweck. Denn wenn jetzt zum Beispiel rechts neben mir ein Auto wäre, so da drüben, dann zeigt die Flagge mir an, dass dort drüben ein Auto ist. Wenn auf dieser wird angezeigt, dass dort drüben ein Auto ist. Das heißt, ich krieg visuell nicht nur da oben in der Mitte gesagt, wenn ein Auto neben mir ist, sondern auch über die Flaggen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Dann habe ich hier vorne noch eine drin. Die habe ich von dem guten Noctua. Die ist auch verlinkt. Könnt ihr euch auch angucken. Das ist nochmal eine andere Variante. Die ist ein bisschen kostengünstiger, hat aber denselben Zweck. Da habe ich jetzt aktuell nur die Gänge drauf. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal den Motor anlasse. Wenn ich jetzt mal den Motor anlasse und mich einfach mal hinstelle. Und ich schalte jetzt mal in Leerlauf. Dann könnt ihr sehen, habe ich da drüben genau dieselbe Funktion wie hier. Da sind die Reflights drin. Der sagt mir, wann ich schalten muss sozusagen. Und diese Sachen habe ich mir heute alle hier hingebaut. Dafür habe ich mir hier hinten nochmal Aluprofile angebaut. Schönen Grüße gehen raus an Error. Der hat mir noch zwei geschickt, damit ich mir keine extra kaufen muss. Und habe die dann mit einer Halterung sozusagen da hinten angemacht. Und dann habe ich hier unten noch Asitec Invicta. Das sind hydraulische Pedalen. Da musst du schon ordentlich reinzimmern. Ist für mich sehr, sehr wichtig gewesen. Weil ich hatte vorher die Heusingwelt Sprint. Da war hinten an der Pedale immer so ein Gummi drin und das ging bei mir irgendwann kaputt. Das kann hier nicht mehr passieren. Also da hinten ist ein hydraulischer Zylinder dran. Man kann nur 2,5 Zentimeter rein und danach ist nur noch Widerstand und da geht es um Druck. Meine Bremse ist mittlerweile so eingestellt, dass ich da so um die 80 bis 85 Kilo reindrücken muss, damit ich hier volle Bremsleistung habe. Das Gaspedal ist auch schön snappy. Könnte für mich noch ein bisschen härter sein, aber es ist super angenehm. Die Kupplung benutze ich eher selten, die habe ich mir nur geholt, falls ich mal Rallye fahre, was ich früher mal gemacht habe, heute ein bisschen weniger. Aber ich habe es lieber, haben ist besser als brauchen, sagt man immer so schön, ne? Wo wir gerade von Rallye sprechen, ich habe hier an der Seite, wo ich meine aktuell meistens meine Handschuhe mehr oder weniger so drüber mache, das sind Handschuhhalter sozusagen, habe ich noch eine Handbremse von Thrustmaster, die habe ich damals behalten, als ich mir das Thrustmaster-Kit gekauft hatte. Und dann habe ich von Thrustmaster auch noch den Shifter, der ist gerade einfach nur hoch-runter eingestellt. Also ich glaube, sequenziell wäre das dann. Geht aber auch mit Haarpattern. Dann haben wir von den Handschuhen gesprochen. Ich habe zweimal Sparco Aero Case. Die liegen hier die ganze Zeit. Ich finde Handschuhe sehr wichtig, weil wenn man das hier mal guckt, mein Daumen hat schon extrem gelitten. Und ich habe auch sehr oft, wie man sieht, hier in meinen Händen schon Schwielen. Und das ist mit den Handschuhen ein bisschen besser geworden. Ich habe davon zwei Paar. Ich habe auch noch ein rotes, das war mein allererstes. Die habe ich schon ein paar Mal gewaschen. Sind immer noch mega geil, sind 1,5 Jahre, ist nichts mit kaputt. Wie man sehen kann, die sind wirklich fast noch wie neu. Also kann ich wirklich jedem wärmstens nur empfehlen, falls er sich mal Handschuhe holen will. Die Dinger sind unzerstörbar. Ich habe mir nur zwei geholt, falls ich irgendwann mal in Endurance-Rennen sehr, sehr viel schwitze, dass ich meine Handschuhe nochmal wechseln kann. Kommen wir zu den Monitoren. Ich habe drei Bildschirme. Das sind IAMA-Bildschirme, 32 Zoll, 144 Hertz, 1440p. Könnt ihr euch in der Beschreibung angucken. Für mich ist Triple Screen einfach unfassbar großartig, weil ich komplett im verschwinde. Also wenn ich jetzt hier mal vorrutsche und ihr mal nach rechts guckt, also hier ist mein Kopf, dann hört hier mein Kopf auf. Also ich sitze wirklich voll im Auto drinne und kriege rechts, links von mir nichts mit, sondern habe nur hier diese Bildschirmwand. Und ja, bevor jetzt jemand sagt, das Bezel-Kit, nee, möchte ich nicht, weil ich möchte keine 150 Euro dafür ausgeben, mir ein Bezel-Kit zu kaufen. Jetzt wird der ein oder andere sich sagen, boah, Dizzy, du hast doch noch viel, 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 viel mehr Zeug, oder? Und ja, ich habe noch ein bisschen mehr Stuff. Ich habe auch noch mehr Monitore. Also mittlerweile habe ich hier dran 6 Bildschirme. So habe ich zum Beispiel auch hier oben einen Bildschirm, wo ich sehr häufig gefragt werde, was der macht. Dort, da hängt ein Raspberry Pi hinter. Wir stehen kurz auf. Dieser Raspberry Pi ist dazu da, dass wir auf diesem Bildschirm Pitlink laufen lassen können, also Pitwall.
Das heißt, wenn wir fahren, kann ich hier oben alle Standings sehen, wer in der Box war, von den Gegnern und so weiter und so fort. Da sind halt alle relevanten Informationen drauf. Und das Ganze habe ich mit einer Maus verbunden. Die liegt hier unten und da kann ich dann dort oben mal durchgehen. Das habe ich nur getan, weil ich einfach keinen Bock hatte, mir jedes Mal ein Tablet hier hinzuhängen. Ich hatte mal zwei Tablets hier hängen, also eins rechts, eins links. Und ich fand das irgendwann super nervig, immer ein Tablet zu holen, das dann immer einzurichten. Und dann, es war einfach irgendwann nervtöten und ich hatte diesen Bildschirm, hatte ich noch übrig. Das ist auch kein besonderer Bildschirm. Und ich hatte auch noch einen Raspberry Pi rumliegen. Und jedes Mal, wenn ich den Strom anmache, hier in dem Rig, was ich über Siri machen kann, fährt das Ding automatisch hoch. Pitwall geht an und ich habe das da permanent oben auf der Seite zu sehen und kann für die Endurance-Rennen mit den Jungs halt mit der Maus alle Steuern durchgucken. Und das ist unglaublich fancy und fetzig. Ist ein super tolles Feature. Dann haben wir zu meiner Linken ist auch noch ein Bildschirm und da ist Discord drauf und hier unten wäre dann Teamspeak drauf. Das habe ich übrigens am Anfang nicht gemacht, weil ich Bildschirme total feier, sondern weil es mir leider nicht möglich war, mit meiner AMD-Grafikkarte rauszutappen. Weil jedes Mal, wenn ich rausgetappt habe, war die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass mein Rechner irgendwie abschmiert. Deswegen habe ich mir irgendwann da einen Bildschirm hingemacht, damit ich die Sachen, wenn ich hier sitze und mit den Jungs halt Endurance-Rennen fahre, das alles nochmal extra geöffnet habe und das immer im Auge habe, falls mir irgendwer schreibt oder wir mit irgendwem kommunizieren müssen oder falls wir irgendwo nochmal extra in den Discord rein müssen für einen Rennen, weil da die Rennleitung mit uns sprechen möchte etc. pp. Das haben wir dafür habe ich diesen Bildschirm dann dort angeschafft. Das Ganze wird jetzt mittlerweile von der 3090 befeuert hier, aber wie gesagt, das könnt ihr auch alles in der im Hardware-Sheet sehen, was der Rechner da drüben macht. Also die unteren vier Bildschirme sind alle an dem PC dran. Der obere ist am Streaming-PC dran und der links oben, da ist ein Raspberry Pi dran. Das Ganze steuern wir über dieses wunderschöne Stück. Das habe ich gerade vor kurzem bekommen von Corsair. Normalerweise lag hier einfach mal eine große Tastatur drin. Das ist eine K70 Mini Wireless. Unglaublich schöne Tastatur. Hat mich total verliebt in das Gerät. Ich habe hier jetzt an der Stelle noch einen Ladekabel hängen, falls ich es mal aufladen muss. Ist ja natürlich wireless. Schafft aber sehr viel Platz. Ich kann hier links immer noch mein Telefon reinlegen. Sonst lag es immer eine ganze Weile auf dem Boden. Jetzt kann ich es hier mit reinlegen in die Tastaturhalterung von German Sim Engineering. Und dann habe ich hier noch für meine Simocube habe ich noch den Not an aus. Kann man, falls mal die Wheelbase irgendwie durchdreht, kann man das runterdrücken, dann ist die Wheelbase aus, kannst ihn rausdrehen und dann ist sie wieder an. Und mehr habe ich hier dran gar nicht wirklich verbaut. Und das ist schon gar nicht mal so wenig, ich weiß, aber ich bin damit sehr zufrieden. Meine Schuhe. Ich muss über meine Schuhe noch kurz sprechen. Chat wollte die ganze Zeit, dass ich mir Wackelaugen an meine Schuhe baue, weil ich ja diese Kamera da unten habe. Und das habe ich jetzt getan. Das sind auch Sparco Aero K-Schuhe. Das sind richtige Rennfahrschuhe. Also die sind, die haben eine super, super dünne Sohle, wie man sehen kann. Und die sind wirklich sehr, wie soll ich das beschreiben? Die sind schon sehr hauteng und die machen das, was sie sollen. Ich persönlich bin nicht ganz so ein großer Fan von dieser dünnen Sohle, weil ich wirklich sehr hart und viel bremse und ich hätte es gerne ein bisschen gepolsterter. Aber die Schuhe sind auch immer da. Die stehen meistens hier unten unter den Pedale. Und das war es eigentlich, was die Technik angeht. Jetzt könnten wir noch sagen, ich habe hier unten, man ja sehen, ich habe hier unten an der Seite lang habe ich mein LED-Stripe. Leider ist mir der da unten kaputt gegangen. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich habe so das Gefühl, dass meine Katzen den eventuell angefressen haben. Aber der macht leider keinen Mucks mehr. Ich hatte normalerweise, da ging auch noch einer lang, um das hier ein bisschen auszuleuchten. Dann habe ich hier unten noch als kleines Gimmick, das hat mir der gute Error gebaut. Kuss geht raus. Hier ist mein Mikrofonadapter drin. Weil meine Katzen sehr häufig an meinen Mikrofonadapter gekommen sind. Und das macht sehr, sehr wilde Geräusche.
Und das hier ist sozusagen in die Nut reingeschoben von meinem Rick hier. Verzeiht die Katzenhaare. Das ist in die Nut reingeschoben. Und von oben einfach zugeschraubt. Und da drinnen liegt der Adapter für Kopfhörer als auch Mikrofon. Genau. Und wie man hier unschwer erkennen kann, hier ist wirklich eine Menge Kabellage unterwegs. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig gewesen, das alles zu verbauen. Ich habe hier unten drunter habe ich noch Philips Hue, diese Theater Lights, damit ich das hier unten ein bisschen ausleuchten kann, als auch noch ein bisschen Lichtstimmung kriege. Ich habe hier noch einen USB-Hub dran, da hängt mein Lenkrad dran. Ich habe da an der Seite, könnt ihr auch sehen, da hängt noch ein 11er USB-Hub dran. Und dann ist hier oben, könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, da ist auch noch ein USB-Hub dran. Da sind meine ganzen Flags dran, also die Flags sind da dran und der Bildschirm. Ja. Und das sind so die Sachen, die ich hier verbaut habe. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Wirklich. Also ich wüsste nicht, was ich euch großartig diesbezüglich noch erzählen soll. Wie gesagt, das Hardware-Sheet könnt ihr euch super, super gerne anschauen. Ich habe das über die Jahre so detailliert gemacht mit Fotos, mit Fotos, mit Schaltplan, also wenn ihr Kabel sucht, was hier wie wo gecaptured wird. Falls ihr da vielleicht nochmal ein detaillierteres Video zu haben möchtet, könnt ihr das super gerne in die Beschreibung reinpacken. Nicht in die Beschreibung, aber in die Kommentare schreiben, falls euch das interessiert. Dann kann ich euch mal erklären, wie eventuell hier das Bild hin und her geht oder der Ton hin und her geht. Also wenn Bedarf da ist, könnt ihr das machen. Aber wie gesagt, ich hatte dieses Sheet, habe ich extra fertig gemacht. Ich habe Zeichnungen gemacht mit bunten Farben und alle Kabel sind verlegt und dies, das, Ananas, das, wirklich alles drin, was hier da ist. Sind, glaube ich, mittlerweile sogar selbst meine Schuhe drin. Und wenn ich mich nicht recht entsinne, müsste da eigentlich auch fast noch der Optiker drin sein. Also, an der Stelle, ich möchte mich bei euch auch bedanken für den unglaublich tollen Support über die letzten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jahre, die wir jetzt schon streamen. Denn ohne euren Support wäre das hier gar nicht möglich gewesen. Und auch dadurch, dass ihr halt natürlich zuschaut, reinchattet, aktiv seid, kriegen wir natürlich auch Placements, mit denen wir das möglich machen können oder konnten. Das hier ist größtenteils, also wirklich bis auf das Rig, alles selber gekauft. Also da ist nichts gesponsert dran, bis auf das Rig und die eine LED-Bar. Den Rest habe ich mir dank eurer Unterstützung habe ich das hier immer reingefeuert. Ich habe ja immer gesagt, also als ich angefangen habe zu streamen, habe ich früher immer gesagt, ich werde euer Geld nehmen und werde das für euch und mit euch für den Stream ausgeben. Natürlich profitiere ich davon auch, ganz klar, weil das natürlich alles wunderschöne Gimmicks sind für mich, aber es sind auch unglaublich schöne Gimmicks für euch. Also von ganz tief hier drinne, vielen, 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 vielen lieben Dank, dass ihr mir seit so vielen Jahren die Stange haltet, als auch heute euch immer noch die Endurance-Rennen reinzieht oder generell einfach mit den Content, den Renn-Content reinzieht. Dankeschön. Kuss geht raus. Das war's vom Hardware-Vlog. Ich wünsche euch einen unglaublich schönen Tag, wann auch immer ihr das geguckt habt. Nacht, Schlaf gut oder währenddessen seid ihr eingeschlafen. Vergesst bitte nicht, mit diesem Video zu interagieren. Das wäre großartig. Entweder Daumen hoch oder Daumen runter, wenn ihr es kacke findet, wenn ihr es gut findet. Lasst mir einen Kommentar da. Schreibt vielleicht sowas wie, boah, das ist ja voll das Billo-Rig, mein Gartenstuhl ist viel, viel geiler. Sucht euch irgendwas aus. Ich freue mich wirklich sehr, sehr über jeden Kommentar, den ihr schreibt und der auch in den letzten Monaten verfasst wurde. Lasst es euch gut gehen. Tschüssikowski, bis den Dansen.